Hallo liebe Rapid-Fans, hier ist der Richard. Ich schicke euch schöne Grüße aus Benidorm. Wir bereiten uns hier bei optimalen Bedingungen vor, trainieren sehr hart, ist schon auch anstrengend, also nicht wirklich ein Urlaub, aber trotzdem super. Und ich hoffe, euch geht's gut und nochmal schöne Grüße und ich freue mich schon auf den Rückrundenstart. Strebi, wichtigste Frage zuerst, weil das natürlich die Rapid-Fans beschäftigt und du schon als Peter Cech 2.0 gehandelt wirst. Wie geht's dir und warum trainierst du mit der Kopfbedeckung? Hallo erstmal. Mir geht's gut soweit, danke. Es hat eigentlich den Grund, weil ich habe schon ein bisschen den Ruf in der Mannschaft, dass ich sehr oft Bälle kassiere gegen den Kopf. Und jetzt war es schon das dritte Mal. Am Freitag habe ich einen Zusammenprall mit Thomas, mit Schrammel Thomas gehabt. Und es war das dritte Mal in dem letzten Jahr, dass ich schon ein, zwei Tage pausieren habe müssen und nach einem Kopfstoß. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt probiere ich einmal so einen Helm aus, wie es der Peter Cech hat. Habe ihn gestern das erste Mal tragen, muss sagen, habe mich jetzt nicht gestört, aber wie gesagt, mir geht es gut soweit. Das heißt, du kannst auch voll mit trainieren und trainierst auch voll mit der Mannschaft mit? Genau, ja, ich trainiere die ganze Woche voll mit. Also habe keine Probleme eigentlich mehr. Ein bisschen manchmal brummt der Kopf noch, aber das ist nichts Schlimmes. Zum Trainingslager, zwei Drittel kann man sagen, sind vorbei. Wie weit steht es ja deiner Meinung nach? Ja, ich denke, bis jetzt haben wir sehr gut trainiert die Woche, haben die Zeit sehr gut genützt, haben viel im taktischen Bereich, haben natürlich auch im physischen Bereich gearbeitet. Im Testspiel waren, glaube ich, auch schon einige Sachen sehr gut. Natürlich auch noch einige Sachen, die wir verbessern sollten noch bis zum Start. Aber ich sehe uns da auf einem sehr guten Weg. Auf euch wartet ein sehr spannender Februar mit insgesamt 4 Heimspielen, unter anderem das Derby, der Rückrundenauftakt. Wie groß ist die Vorfreude auf den Februar, auf dieses Spiel und wie wichtig werden die Fans dabei sein? Ja, natürlich, man freut sich immer, wenn es losgeht und wenn es natürlich gleich mit so einem Spiel daheim im Derby startet. Die Rückrunde ist mir umso heißer noch und ja, die Fans werden uns wie immer großartig unterstützen und da bin ich überzeugt, dass wir dann sehr positiv ins Frühjahr gehen werden.